Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich brauche den Inhalt des Gesetzentwurfs nicht noch mal in aller Ausführlichkeit zu schildern. Das ist jetzt über eine Stunde schon geschehen. Ich möchte mich nur mit wenigen Gegenargumenten auseinandersetzen, in aller Ruhe und Gelassenheit. Ich merke ja auch selber, mit zunehmendem Alter wird man ruhiger, auch wenn es, Herr Kollege Ströbele, Ausnahmen gibt. Aber ich versuche es mal betont sachlich. Erhebliche Sicherheitsinteressen, angeblich ein uferloser Begriff, den wir unbedingt näher konkretisieren müssten. Der Begriff ist nicht uferlos und er ist Bestandteil des geltenden Rechts, nicht des Rechts, was jetzt geschaffen werden soll durch diesen Gesetzentwurf. Das haben wir schon im Bundesverfassungsschutzgesetz, ich glaube, § 19 Absatz 3, irgendwo in der Ecke. Und deswegen kann es ja nicht um Allgemeinkriminalität gehen, um die Alltagskriminalität, sondern es geht um Gefahren, die dem Staat und der Gesellschaft drohen, um Kapitalverbrechen, um schwere Straftaten, die dazu ausgeübt werden, um Staat und Gesellschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern. Das ist mit dieser Formulierung gemeint. Und wenn Sie jetzt sagen, wir dürfen in der Rechtsprechung zukünftig keine unbestimmten Rechtsbegriffe mehr benutzen, können wir die Rechtsetzung hier im Deutschen Bundestag sofort einstellen. Es geht in der Juristerei nicht ohne unbestimmte Rechtsbegriffe, die dann konkretisiert werden durch die Literatur, durch die Rechtsprechung. Herr Kollege Tempel, übel. Übel war die Formulierung. Ich hoffe, sie ist Ihnen nur so rausgerutscht, dass wir diesen Gesetzentwurf beschließen unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung. Unter dem Deckmantel. Das heißt nichts anderes als, ihr tut nur so, als gäbe es terroristische Gefahren, die es in Wirklichkeit nach Ihrer Meinung gar nicht gibt. Im Kern geht es euch um die Ausforschung von Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben eine völlig neue Sicherheitslage, die sich fundamental unterscheidet von der Sicherheitslage zur Zeit des Kalten Krieges. Wir haben auch eine völlig andere Sicherheitslage als zur Zeit des RAF-Terrors. Über 100 Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland sind in den letzten 16 Jahren seit dem 11. September Opfer terroristischer Straftaten geworden. Und es ist nicht nur unser Recht, es ist unsere Pflicht, im Interesse unseres Landes von über 80 Millionen Menschen erkennbare Schutzlücken, die wir haben, zu schließen, um Deutschland so gut wie möglich vor den terroristischen Gefahren zu schützen. Austausch mit anderen Staaten. Wenn der Terror sich international vernetzt, muss sich die Terrorabwehr auch international vernetzen. Frau Kollegin Mihalic, Sie haben vorhin gesagt, mit heißer Nadel gestrickt. Das werfe ich Ihnen nicht vor, ich kann es Ihnen auch nicht vorhalten. Aber ich war damals schon dabei und Herr Kollege Ströbele auch. Wenn das mit heißer Nadel gestrickt ist, was waren denn die beiden Otto-Kataloge, die Antiterrorgesetze, die hier riesige Gesetzespakete, die in großer Eile im Deutschen Bundestag beraten und beschlossen worden sind? Das Glück von Rot-Grün war damals, dass die Union in der Opposition konstruktiv war und nicht destruktiv. Auf die Union konnte sich Otto Schily bei der Terrorbekämpfung immer verlassen. Und es wäre gut, wenn wir uns auf sie auch so verlassen können. Es ist immer schmerzhaft. Immer schmerzhaft. Ich kann dann die Kritik auch verstehen, wenn in Karlsruhe ein Gesetz ganz oder teilweise gestoppt wird. Aber das gilt leider auch für das rot-grüne Luftsicherheitsgesetz. Ohne dass Sie irgendwelche Kritik oder Häme von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion damals gehört haben. Und das, was Karlsruhe entschieden hat, gilt übrigens nicht nur für das BKA-Gesetz, sondern für sämtliche 16 Polizeigesetze der Bundesländer, einschließlich aller Landesregierungen, die rot-grün regiert werden. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass in den letzten Wochen dort Anstrengungen unternommen worden sind, die Landespolizeigesetze so zu ändern nach Maßgabe der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes für das BKA-Gesetz des Bundes. Prepaid-Karten und Donald Duck. Donald Duck ist ein prägnantes Beispiel, weil es auch das gegeben hat. Der Kollege Binninger hat auf Fantasienamen hingewiesen. Ich nehme ein anderes Beispiel, und das ist eigentlich das viel Schlimmere. Da guckt jemand ins Telefonbuch, greift sich irgendeinen Namen, eine Anschrift heraus, holt sich eine Prepaid-Karte und anschließend wird dieser völlig unbescholtene Bürger, den es ja tatsächlich gibt,
von Ermittlungsmaßnahmen überzogen. Zum Schutz der unbescholtenen, der unverdächtigen Bürgerinnen und Bürger ist es dringend notwendig, dass wir diese Regelung beim Ankauf von Prepaid-Karten treffen. Und der redliche Bürger kann sich doch nicht ernsthaft beklagen, dass er dort seine Daten angeben muss. Es geht ja nur um die Anschrift, es geht nur um den Namen. Und ich halte es für völlig richtig, Stefan, 18 Monate ist ein langer Zeitraum, dass wir den verkürzen. 12 Monate ist ein angemessener Zeitraum, er dient der Gefahrenabwehr. Und deswegen hoffe ich, dass wir das im Gesetzgebungsverfahren noch korrigieren können. Letzte Bemerkung hat auch eine große Rolle gespielt hier in der Debatte, der Austausch mit anderen Staaten. Ist ja auch das Beispiel USA genannt worden. Ein legitimes Beispiel. Aber jetzt mal aufpassen. Do ut des. Wir sind auch darauf angewiesen, dass wir Informationen von anderen Staaten bekommen, die wir brauchen zur Abwehr schwerer Gefahren für unser Land. Und jetzt würde ich mal gerne einen grünen Innenminister erleben, der sagt, ich bekomme hier Informationen aus einem Land, aus dem arabischen Raum, was weiß ich woher. Aber dieses Land ist nicht so demokratisch organisiert und regiert wie die Bundesrepublik Deutschland. Die bieten mir jetzt Informationen an. Und dann sage ich, nee, nee, die Informationen könnt ihr ruhig behalten. Werdet doch erst einmal nach einer Demokratie, nach unserem Vorbild, dann könnt ihr uns die Informationen gerne geben und dann werden wir die Terroristen dingfest machen. Ich sage das. Glauben Sie denn ernsthaft, wir bekämen von anderen Staaten sicherheitsrelevante Informationen, wenn wir nicht unsererseits bereit wären, diese Informationen auch mit anderen Partnern zu teilen, unter Wahrung der Standards, die hier genannt worden sind? Diese Maßnahme hier ist im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Denn wir können den internationalen Terrorismus nur mit guter internationaler Zusammenarbeit erfolgreich bekämpfen. Gerade Clemens Binniger muss jetzt leider früher weg. Er ist entschuldigt für die letzten Minuten dieser Debatte. Es war so schön, als Sie gerade gesagt haben, aus den Reihen der Grünen. Das wäre gut, wenn wir regieren würden. Es wäre gut für die Grünen, aber es wäre nicht gut für unser Land.